Hallo, liebe Astro-Rebellin, lieber Astro-Rebell. Willkommen zurück zu deinem astrologischen Kanal auf YouTube. Bevor ich mit dem Thema dieses Videos starte, möchte ich diejenigen darauf hinweisen, die diesen Kanal noch nicht abonniert haben, dies jetzt zu tun, sodass diesem Kanal 10 Stern Astrologie sich weiterentwickeln kann und womöglich viele Menschen erreicht. Hallo, liebe Waage, du beginnst den Monat mit einem Neumond in Widder. In den Bereichen der zwischenmenschlichen Beziehungen wird sich einiges ändern. Diese Aussage betrifft nicht nur Liebesbeziehungen, sondern auch geschäftliche, familiäre und berufliche Verhältnisse. Zwischen dem zweiten und dem fünften Monatstag hast du eine Konjunktion zwischen Mars und Saturn in Wassermann. Möglicherweise wirst du Freizeitaktivitäten mit anderen Menschen angehen oder einplanen. Mit Hilfe anderer Menschen wirst du ein wichtiges Ziel erreichen. Probleme mit den Themen Fahrzeug, Transport oder Beweglichkeit sind am Anfang des Monats möglich. Danach am 5. hast du Venus in Fische eingetreten und das bedeutet, bis 2. Mai wirst du für mehr Ordnung sorgen wollen, die Reinigung, Verschönerung oder Umgestaltung von Räumlichkeiten ist begünstigt. Neue Unternehmungen mit Arbeitskollegen oder mit der Familie sind nicht auszuschließen. Zwischen dem 6. und dem 8. hast du Merkur, Sextil, Mars, viele Waage werden unterwegs sein, während andere Aktivitäten machen werden, die viel körperliche Leistung und eine schnelle Auffassungsgabe erfordern. Danach haben wir Merkur-Quadrat Pluto zwischen dem 9. und 10. April. Starke Emotionen werden an diesen Tagen hochkommen. Eifersucht, Trauer, Ärger oder Frustration können auftauchen. Man soll in der Kommunikation nichts verdrängen, aber auch nicht zu direkt sein. Also da muss man einen Ausgleich finden. Und wir haben dann am 11. Merkur in Stier, das bedeutet bis Ende Juni, können Themen wie Steuer, Einkommen und Geld in den Vordergrund rücken. Das sind sehr wichtige Themen, die bis Juni bei dir vorhanden sind. Am 12. hast du Jupiter-Konjunktion Neptun. Man wird sich einen umfassenden Überblick von einer Situation verschaffen, die nicht einfach ist und viel Arbeit erfordert. Dann zwischen dem 13. und dem 14. Monatstag hast du Sonne Sextil Saturn. Einiges wird sich langsamer erledigen lassen als erwartet. Du scheinst sehr beschäftigt zu sein. Am 15. hast du Mars in Fische. Bis 24. Mai wirst du mit deiner Intuition auf der tiefsten Ebene arbeiten oder arbeiten müssen. Du wirst dich für andere Menschen einsetzen oder du solltest nicht zu gutmütig sein, denn ansonsten wirst du ausgenutzt. Magen-Darm-Beschwerden können mit dieser Konstellation vorkommen. Danach am 6. hast du einen Vollmond in deinem Zeichen, in Waage. Und ich würde dir empfehlen, pass auf dein Selbstimage auf. Du solltest den besten Eindruck von dir an diesem Tag geben. Das ist ganz wichtig, sodass du Glück in allen Lebensbereichen im April hast. Zwischen dem 17. und dem 19. hast du Sonne Quadrat Pluto. An diesen Tagen wird es dir bewusst, wem du vertrauen kannst und wer sich von deinem Leben verabschieden muss. Das wirst du an diesen Tagen erkennen. Danach am 20. hast du Sonne in Stier. Bis 20. Mai kann eine Investition sinnvoll sein, damit du ein individuelles Vorhaben nachgehen kannst. Zwischen dem 21. und dem 27. da hast du Sonne Konjunktion, Entschuldigung, Venus-Konjunktion Neptun und das bedeutet, deine Hilfsbereitschaft und Verlässlichkeit wird von anderen geschätzt.
Diese ist eine romantische, diese ist auch eine gefühlsvolle Konstellation. Dennoch solltest du emotionales Drama unbedingt vermeiden, falls emotionales Drama an diesen Tagen vorkommt. Danach am 29. ergibt sich eine besondere Sache astrologisch betrachtet, denn wir haben Pluto rückläufig in Steinbock und Pluto bewegt sich sehr langsam. Für dich heißt es eine Umsiedlung oder eine krasse Veränderung innerhalb der Familie sind bis Anfang 2023 zu erwarten. Und danach, am 30. haben wir eine Sonnenfinsternis in Stier. Du solltest genau feststellen, welche Gegenstände, Personen oder Situationen überflüssig geworden sind, damit du dich von diesen in den nächsten 6 Monaten befreien kannst. Wie du das schaffst, wie du das machen kannst und was kannst du erwarten, wenn du diese Fragen beantworten möchtest, kannst du jetzt eine individuelle Beratung bei mir buchen. Das kannst du ganz einfach auf meiner Homepage machen. Liebe Waage, mit diesen allgemeinen Aussagen wünsche ich dir viel Glück. Ich verabschiede mich für dieses Video. Ich wünsche dir alles Gute und bis demnächst.